Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bereits seit 2003 haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrem Gipfeltreffen mit den Staaten des westlichen Balkans den Balkanstaaten die Perspektive einer EU-Mitgliedschaft gegeben, wenn sie dafür die Voraussetzungen erfüllen. Nordmazedonien hat sodann am 22. März 2004 einen Antrag auf Beitritt zur EU gestellt und Ende 2005 wurde dem Land der Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt. Seither hat das Land große Reformanstrengungen unternommen, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt. Nachdem der jahrelange Namensstreit mit Griechenland im Februar diesen Jahres beigelegt werden konnte, ist aber ein entscheidender Stolperstein für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen und nicht für einen Beitritt in die Europäische Union, wie das ganz gerne oft dargestellt wird, sondern für den Beginn von Beitrittsverhandlungen aus dem Weg geräumt. Und deshalb sprechen wir uns in dem vorliegenden Antrag dafür aus, fordern aber zugleich die Fortführung von wichtigen Reformen. Albanien, ein Land, an dem sich sicherlich die Geister scheiden. Auf der einen Seite sehen wir die eingeleiteten Reformen, gerade im Bereich der Justiz, bei der Wirtschaft und bei der Verwaltung, die zum Teil wirklich schwerwiegend sind und in einem Grad der Ambitioniertheit wie bei kaum einem anderen Land. Auf der anderen Seite erleben wir aber, dass der Kampf gegen organisierte Kriminalität, gegen den Drogenhandel noch nicht gewonnen ist. Und wir werden Zeugen einer innenpolitischen Krise, die das Parlament lahmzulegen droht. Und auch die Sehnsucht nach einem Großalbanien abseits der EU scheint manchen zu verlocken. Und was sollen wir jetzt tun? Sollen wir Albanien in seinem Schicksal überlassen? Sollen wir Albanien den Mächten überlassen, die nur darauf lauern, einen breiten Fuß in die Tür Europas zu bekommen? Wollen wir eine politische Krise in den Nachbarländern Albaniens riskieren, die ein Nein mit auslösen könnte? Ich sage Ihnen, wenn wir Albanien jetzt die kalte Schulter zeigen, könnten wir eine historische Chance verpassen. Wir haben uns daher dafür entschieden, auch Albanien grünes Licht für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen zu geben. Deshalb lehnen wir den Antrag der FDP ab, der eine Verschiebung des Beginns von Beitrittsgesprächen vorsieht. Anders als im Falle von Nordmazedonien wird die Zustimmung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien aber an sehr harte Kriterien geknüpft. Wir haben uns für ein zweistufiges Verfahren entschieden. Bedingungen bis zur ersten Beitrittskonferenz muss die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Justizsystems, insbesondere mit Blick auf das oberste Gericht und Verfassungsgericht, wiederhergestellt sein und der Beschluss einer Wahlrechtsreform, die unter Beteiligung aller politischen Kräfte erarbeitet werden soll, muss vorliegen. Zweite Beitrittskonferenz. Bis dahin soll der tatsächlichen Eröffnung von Verhandlungskapiteln noch weitere Bedingungen erfüllt sein, wie die Einleitung von Verfahren gegen belastete Richter und Staatsanwälte, die Ahndung von Wahlfälschungen, Fortschritte bei der Verwaltungsreform, Einsetzen einer Spezialstruktur gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel und die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Kommunalwahlen vom Juni diesen Jahres. Wir reden uns die Lage nicht schön. Die noch vorhandenen Defizite im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, im Justizapparat, beim Kampf gegen organisierte Kriminalität werden schonungslos benannt. Und deshalb sind diese harten Kriterien so wichtig. Und deshalb lehnen wir auch den Antrag der Grünen ab, die auf diese verzichten wollen. Ja, es gibt noch viel Schatten. Manche Kritiker sagen mehr Schatten als Licht. Und dennoch sprechen wir uns dafür aus, dass wir das Land nicht länger warten lassen. Was wäre die Alternative? Lehnen wir ab oder sagen nur Ja zur Nordmazedonien? Wäre Albanien für die Europäische Union nach meiner festen Überzeugung verloren. Außerdem, im Beitrittsprozess können wir dem Land am besten helfen, an europäische Standards heranzukommen. Auch die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden erreicht dort eine ganz andere Stufe. Eröffnung von Beitrittsverhandlungen bedeuten noch keinen Beitritt. Sie sind der Beginn eines langen Prozesses,
Das wird Jahre dauern. Das kennen wir bei den Prozessen, die im Moment mit Serbien, mit Montenegro laufen. Und sie können auch mal stillstehen, so wie wir das bei der Türkei erleben. Manche Kritiker wenden ein, wenn wir erst einmal Verhandlungen führen, wird nachher der Druck so groß, dass man den Beitritt vornehmen muss. Diese Gefahr sehe ich so nicht. Wir haben als Deutscher Bundestag mehr als alle anderen Parlamente in Europa es in der Hand, Entscheidungen der deutschen Regierung zu gestatten und zu verhindern. Noch nie haben wir so harte Kriterien formuliert wie in einem Antrag zu Albanien. Deshalb sage ich, keine Angst vor der eigenen Courage. Die Menschen des Westbalkans schauen auf uns. Europa erwartet eine Entscheidung. Stimmen Sie der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien in der vorgelegenen Form zu. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Thomas Hacker für die FDP-Fraktion.